sie, Kate. Oh nein. Jetzt weiß sie alles. Aber warum musste sie es so erfahren? Weil das Spiel sonst nicht so spannend wäre. Die Dynamik eines Asteroiden. Ein Buch von Professor James Moriarty. Bei meinen Beobachtungen der Asteroidenbewegung mit meinem Teleskop habe ich zwei neue Sterne entdeckt, die ich Mirach und Athiel genannt habe. Zusammen mit anderen dunklen Sternen bilden sie ein wunderbares Sternbild, dessen Form mich an meine liebe Tochter Caitlin erinnert. Ja, das erinnert mich auch an eine Tochter. Okay. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Ja, der offensichtlich noch verwendet wird. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Das ist doch ein Kerzenständer. Junge. Die junge Kate und ihr Vater. Okay, ein Ausrufezeichen. Aber wo brauchen wir das Ding jetzt? Von klein an ging ich eigene Bahn. Ich sah nicht so, wie andere sahen. Was mich ergriff zu Lust und Pein, das musste ungewöhnlich sein. Ich schöpfte Leid aus anderem Quell und klang mein Herz in Freude hell. War's Klang, den ich ein anderes gab. Ich liebte, was nur ich geliebt. In wilden Gärensdämmerung, das Rätsel, das ich niemals löse. Aus jedem Guten, tiefen Gut und Böse, aus Wildbach oder sanfter Quelle, aus eisenroten Felsgefälle, aus Sonnenball, der mich umkreiste und wie leuchtend Herbstgold gleiste, aus Blitzes Donnerflug, der je vom Himmel niederschlug, aus Sturmwinds tollstem Orgelstück und aus der Wolke draus mein Blick, wenn sonst auch der Himmel lachte, eines Dämons dunkle Formen machte. Das ist eines von Kates Haarbändern. Kate traf ihren echten Vater. Stimmt doch gar nicht, das war eine Kerze. Finden. Diesmal bringe ich sie zum Reden. Professor James Moriarty. Weil ich für ihn nicht innehielt, da hielt der Tod nun an für mich. Wir beide dann in seiner Kutsch und neben uns was ewiglich. Okay, wir müssen alles finden, hat er gesagt. Das heißt, wir schauen uns hier jetzt nochmal ganz genau um, wobei hier irgendwie gar nichts mehr ist. Anscheinend. Ja, hier, das würde ich gerne mitnehmen, aber darf ich ja nicht. Von der anderen Seite blockiert. Was? Alice! Akzeptieren Sie Ihren Tod. Aufmachen! Lassen Sie sie gehen! Kommen Sie zurück! Zu Baker Street zurückkehren, abgeschlossen. Weg aus der Gruft finden. Ja, toll. Haben wir denn hier irgendwas übersehen, eventuell? Kühlen Kopf bewahren, Sherlock. Nur so kommst du hier wieder raus. Was ist das denn? Ah. Das muss eine Art Astronomierätsel von Moriarty sein. Das muss eine Art Astronomierätsel von Moriarty sein. Ja. Hat das was mit dem Stern zu tun? Müssen wir da jetzt noch andere Sterne finden? Okay. Okay. Ich kann aber nichts anklicken. Ah doch, jetzt. Also ich schätze mal, dass wir das nachzeichnen müssen. Hallo?
Ich weiß nicht, wie der das jetzt verbindet, aber da müssen wir hin. Das geht noch nach links. Das geht noch nach oben. Da müssen wir jetzt noch so einen Querstreifen hier machen, ne? Das ist aber schwer zu erkennen. Das ist einmal durchgezogen. Dann geht es einmal zurück. Und da geht noch so ein Ding wieder runter. Also müsste das nach hier gehen. Das geht so ein bisschen schräg. Geht das? Nee, das geht bis hier, ne? So, dann geht das bis hier, glaube ich. Bis da sollte das gehen. Bis da. Muss man da jetzt auch nochmal... Okay, da darf man dann anscheinend nicht drücken. Ich habe jetzt gedacht, weil das jetzt hier so... Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Also. Von da nach da. Es ist schon schwer, überhaupt diesen Punkt zu treffen, finde ich. Dann... Na komm, dann war es hier. So, dann haben wir dieses Dreieck. Und dann können wir eigentlich ja direkt, das haben wir glaube ich auch eben gemacht, nach unten ziehen. So, dann haben wir das gemacht. Anscheinend habe ich da ja schon alles richtig gemacht, aber am Ende irgendwie verkackt. Okay, das und dann geht das jetzt hier so quer durch. Ist doch richtig, oder? Dann war das der Streifen, der so komplett nach oben ging. Den müssen wir noch machen und den müssen wir noch machen. Aber irgendwas scheine ich jetzt unten falsch gemacht zu haben und ich weiß nicht genau was. Wenn ich jetzt erstmal den mache... dann den und den und dann müssen wir hier so schräg runter, oder? Das müsste doch das sein. So, das heißt, das ist nicht gleich, also müsste das das hier sein. Mach mal auf gut Glück. Das müssten wir ja theoretisch so, so und so. Aber da fehlt uns jetzt der hier, glaube ich, noch, ne? Oh mein Gott. Den Sachen war ich eigentlich nie so schlecht bei solchen Rätseln. Was mich jetzt natürlich freut. Hier ist der Eingang, ne? Halte durch, Kate. Ich komme. Hallo? Watson! Holmes, sie ist mir entkommen. Wohin ist sie gegangen? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie sagte, dass sie eine Dame sehen muss. Eine Mrs. Destiny? Adam Destiny, das ist ein Boot. Was? Da drüben, Watson! Sie hat Kate entführt! Nicht zu glauben. Sie ist wahnsinnig.
Sie hat einen Raum für ihren toten Vater und Kate ist jetzt bei ihr. Müssen wir da jetzt rüberschwimmen oder was? Ich stürze mich für dich ins Wasser, Kate. Sie sind auf dem Boot. Schnell, Watson. Oder ich nehme das Beiboot, was hier hinten steht. Ja, ich kann es anwählen. Sehr schön. Warten Sie hier, Watson. Na toll. Wie soll ich da... Achso. Da. Kate! Kate! Wo bist du? Kate, ich bin hier. Jetzt springen. Alice, ich hab Angst. Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh, es brennt nicht. Komm schon. Kate! Oh Gott, nein! Es gibt keinen Fluch. Was? Es gibt keinen Keine Fluch, Ahnung. Kate! Doch! Deswegen hast du mich immer belogen! Ich habe nur gelogen, weil ich dich beschützen wollte! Du bist noch so jung! Mein Gott, frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen! Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Du bist Kate Holmes! Und ein Holmes gibt niemals auf! Das weiß ich! Wow. Ja! Er weiß! Nichts kann das Schicksal ändern! Hören Sie! Lord Marsh litt an Tuberkulose. Indem er ihn tötete, beschleunigte er nur sein Schicksal. Das ist nicht dein Leben. Du hast mich. Du? Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Wie kannst du nur glauben, dass ich mich wegen dir schäme? Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Die Rusko-Bande konnte es nicht. Holmes konnte ihren Mörder nicht entlarven. Der Tod war ihr Schicksal. Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Vielleicht werde ich getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Albeit? Und die Cole-Brüder? Sie retten Leben? Nein. Sie nehmen sie. Du kannst mich auch nicht retten. Kate, du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich. Du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht! Wie konntest du ihn nur töten? Wie können sie nur? Sie sind wahnsinnig! Sie wissen, ich hatte keine Wahl! Siehst du? Alles vorherbestimmt! Denk an die Zeichen! Unser Treffen! Die Zeremonie! Kate, nein! Alice ist verrückt! Sie kann nicht mit Toten sprechen! Siehst du? Es ist Zeit! Auf ins nächste Leben! Wer würde schon die mumifizierten Überreste seines Vaters aufbewahren? Sie ist verrückt!
Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Du gehörst zu mir. Wir sind eine Familie. Stimmt nicht. Du hast mich vom Leben abgehalten und jetzt hältst du mich vom Sterben ab. Ich hasse dich. Ich hab Angst. Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh, es brennt nicht. Komm schon. Kate! Oh Gott, nein! Kate! Ich bin eine Moriarty. Dann probieren wir mal andere Sachen aus. Ich bin verflucht. Ein Monster. Was? Das macht dich nicht zum Monster! Doch! Deswegen hast du mich immer belogen! Ich habe nur gelogen, weil ich dich nicht verlieren wollte, bei Gott! Frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen! Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Du bist Kate Holmes! Und ein Holmes gibt niemals auf! Das weiß ich! Tuberkulose. Indem er ihn tötete, beschleunigte er nur sein Schicksal. Das ist nicht dein Leben. Du hast mich. Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Nein. In der Baker Street ist es zu gefährlich. Denk an die Bombe. Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Die Rusko-Bande konnte es nicht. Holmes konnte ihren Mörder nicht entlarven. Der Tod war ihr Schicksal. Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Vielleicht werde ich getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Orbit? Und die Cole-Brüder? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten! Kate, du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich. Du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten? Er war ein gefährlicher Verbrecher. Ich hatte keine Wahl. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen. Die Zeremonie. Kate! Nein. Wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du, es ist Zeit! Auf ins nächste Leben! Wer würde schon die mumifizierten Überreste seines Vaters aufbewahren? Sie ist verrückt! Das ist mir egal! Ich gehöre nirgendwo hin! Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren! Ich liebe dich! Oh Gott! Geht es dir gut?
Sie war die Tochter des Teufels. Hierher! Schnell! Das Boot geht unter! Vater! Es tut mir leid! Mir auch, Kate. Ja, und das war Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich persönlich bin absolut begeistert von diesem Titel und ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Teil. Es soll ja im Januar, aber 2021 auf jeden Fall, soll ja ein neuer Teil kommen. Und ich bin sehr, sehr begeistert, werde ihn natürlich auf jeden Fall auch Let's Playen. Und habe auch noch die älteren Teile hier. Da war ich erst ein bisschen skeptisch wegen der Grafik. Deswegen habe ich jetzt erstmal den letzten Teil vorgezogen. Aber der hat mich auf jeden Fall überzeugt. Deswegen werde ich wohl wahrscheinlich auch rückwirkend, wenn ich die Zeit dazu finden sollte, auch noch die anderen Teile von Sherlock Holmes spielen. Mit der Zeit aber wohl bemerkt. Weil das große Problem, ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Die großen YouTuber haben das Problem meistens nicht. Die haben ein Spiel, können sich darauf versteifen, bis das Spiel durch ist und nehmen dann das nächste Spiel. Und bei mir ist es ja eher so, dass ich dann auch teilweise mehrere Spiele gleichzeitig spiele. Und ja, das ist auf der einen Seite ganz schön, auf der anderen Seite teilweise aber auch ein bisschen stressig. Und ja, was soll man dazu sagen, ne? Ich meine, jetzt aktuell nehme ich nur diesen Begleitkommentar noch auf. Also wir haben heute Heiligabend, das heißt, der Kommentar ist brandaktuell sozusagen aufgenommen worden. Und ihr werdet das auch gleich heute noch online sehen. Nee, stimmt gar nicht. Ihr habt heute die andere Folge, die dann online geht. Diese Folge, die wird erst in ein paar Tagen online gehen. Also habt ihr da wahrscheinlich schon die Feiertage verbracht. Trotzdem auf diesen Wege nochmal nachträglich alles Gute zu Weihnachten und nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, also ich weiß nicht, wie ihr das Ganze empfunden habt. Ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diesen Sherlock Holmes fandet. Vielleicht habt ihr ja auch andere davon schon mal gespielt. Wäre natürlich auch interessant zu wissen. Und wenn ihr sie selber schon mal gespielt habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die älteren Teile gut fandet, was ihr da eventuell nicht so gut dran fandet, was ihr gut fandet. Und dann habe ich vielleicht auch einen kleineren, beziehungsweise einen etwas größeren Anreiz, die älteren Teile auch noch zu spielen. Wie gesagt, ich habe noch einige andere Sachen in petto. Ich habe hier auch einige Sachen liegen, wo ich schon, ja, seit einem Jahr eigentlich dran bin und es spielen wollte, aber irgendwie kommen immer wieder aktuellere Titel raus und letztendlich stellt sich mir dann doch die Frage, möchtest du was Aktuelles gerade aktuell, das war jetzt doppelt gemoppelt, rausbringen bzw. Let's Playen oder möchtest du doch das, was du schon länger bei dir auf dem Rechner hast bzw. in der Bibliothek hast, Let's Playen und meistens, leider ist es dann so, dass ich mir selber dann sage, okay, das Neue hat mich jetzt so dermaßen gepackt vom Trailer her, dass ich das definitiv jetzt spielen möchte. Ja, und dann gewinnen in der Regel natürlich die neueren Spiele, was aber auch nicht verkehrt ist, weil die kennt ihr natürlich alle noch nicht, weil sie dann noch brandneu sind und das hat dann ja auch so gesehen etwas Gutes. Ja, der Abspann von Sherlock Holmes ist jetzt auch vorbei. Wie gesagt, ich wünsche euch noch frohe Feiertage und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.